El Capone. So, ein wunderschönen Tag, Shisha aus Dortmund. Wir haben was richtig Schönes für euch. Wir haben was richtig Geiles für euch. Und zwar ist es nicht irgendetwas, sondern La Ziza Deluxe. Auch La Ziza hat diesmal richtig auf Kacke gehauen und hat eine Edelstahlwasserpfeife rausgebracht. Nicht nur eins, sondern vier. Ich werde jetzt einen davon auspacken und euch die präsentieren. Eins nach dem anderen. Wie viele Teile, wie viele Ersatzteile und was alles dabei ist. Und danach baue ich die eins nach dem anderen auf. Wir haben die jetzt schon mal hier aufgestellt auf den Tisch. Jetzt zeigen wir euch genau, was alles dabei ist. Wir haben hier vorne einmal die Rauchsäule, einmal die Zange, zwei Edelstahlmundstücke, ein Tauchrohr aus Edelstahl, das Diffuser, passende Diffuser dazu, die Hauptbase, Kopf mit Aufsatz, Kaminaufsatz. Dann haben wir hier einen Kopfadapter, vier Anschlüsse aus Edelstahl plus Endstücke, zwei Silikonschläuche, ein Teller von La Ziza Deluxe und eins dürfen wir nicht vergessen, das ist einmal die Hauptbowl. Fang einmal an mit dem Aufbau. Kohle? Kokoskohle. Ja, klar. Das Gewinde dreht sich wirklich butterweich zusammen, ohne jeglichen Schrammungen an den Gewinden. Man sieht es wirklich bis jetzt. Dann gehen wir einmal, tut mir eingefallen, wir haben hier einmal kurzes Gewinde, grobes, langes Gewinde, feines. Das feine, lange Gewinde geht nach unten, damit auch wirklich später das Tauchrohr zueinander passt und wirklich. So, jetzt gehen wir weiter zum Tauchrohr. Einmal drauf. Zum Diffuser. So, jetzt einfach hier draufstecken. So. Zum Teller, der dazu passt. Was richtig nice ist. So, Kopf auch von La Ziza Deluxe. Das tanzende Kaminaufsatz. Auch aus Edelstahl. Das Endstück einfach nur am Schlauch draufstecken. Rein. Das Mundstück draufstecken. Die Verarbeitung kann ich wirklich nur eins sagen. Ist verdammt geil. Super Hammer. So. Ihr seht ja selber, ich habe Spaß daran, sowas zusammenzubauen. Und so sieht es aus, wenn es fertig ist. Sieht aus wie so ein Oscar. So Leute, jetzt haben wir was richtig Geiles für euch. Und zwar ist es nicht irgendetwas, sondern wir haben... Oh.